Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch. Im Marsch-Krimi. Ne, Krimi ist nicht, ist entspannt. Entspannt durchdaddeln. Ihr seht's, Kohle ist mehr geworden. Ne? Ich habe auch einige Missionen jetzt schon wieder abgeschlossen. Ne? Also, das ist nicht so, dass wir untätig waren. Zwei Felder Vermehrungsgras von uns habe ich auch schon gedroschen. Also, das läuft. Ne? Das läuft. Was würdest du sonst großartig sagen? Ja, ich könnte eine Rolle runter machen, aber dann siehst du hier nichts mehr. Ja, das ist doof, ne? Die Kamera, ne? Ja, die. Hat irgendwie Belichtungsprobleme. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, aber irgendwas ist ja immer, ne? Ja, man kennt's, ne? So, wir müssen hier gleich noch eben dreschen. Ich dresche im Moment auch selber hier Vermehrungsgras. Weißt du, ich hatte ja die ganze Zeit nichts zu tun. War ja kein Schlepper an Hof. Jetzt ist das mal wieder anders. Jetzt sind wieder ganz viele am Hof, ne? Das ist ja immer so. Erst hast du gar nichts zu tun und dann kommen sie alle wieder nach Hause. So wie sich das gehört. Komm, den hängen wir eben hier ab. Echt, ich bin die ganze Zeit am überlegen, was ist der nächste Move? Versteht ihr? Was ist der nächste Move? Irgendeinen Move müssen wir noch vom Winter machen. Ja? Damit wir auch ordentlich am Stissel sind. Damit das ordentlich laufen kann. Und jetzt müssen wir erstmal kurz durchrudern, ne? Das können wir gleich weitermachen. Es regnet ja noch nicht. So macht immer ihm aus. So geht eh aus. Er steht eh schon am Hof rum. Der kann da gerade warten. Er wartet auf den Abfahrer, ja. Er ist fleißig im Pressen, ist die 48er Fläche. Ist fertig. Feld 47, der müsste auch gleich fertig sein mit Pressen, ne? Den fahren wir eben an der Seite. Der ist ja da. Der hatte Rübkes noch. Ne? Rüben, weiß ich gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken, wie viel schon im Hofsilo sind. Dürften schon ein paar sein, die da übergeblieben sind. Für die ganze Saison wird es, glaube ich, nicht reichen. Also vor ein Jahr, was wir an Rübkes haben. Also das muss man auch mal sagen. Ich glaube, schwierig. Schwierig. Also, Junge, was wir hier so durchbrackeln an Materialien, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, ne? Da brauchst du auch schon ordentlich Stoff. Aber das kriegen wir auch noch hin. Wir sind ja noch ziemlich am Anfang. Wir sind jetzt erst im zweiten Jahr, ne? Da kannst du auch nicht alles direkt erwarten, dass alles so ist, dass man sagen kann, juhu, das läuft. Aber jetzt kann ich auch, glaube ich, einen Spiegel benutzen, ne? Ich sehe gar nichts. Nixe vorhanden. Ich sehe nur Wagen. Dann schmeißen wir die hier schon mal rein, ne? Kann das laufen? Ja. Wir können hier im Feld 65 noch abschließen. Hier Oppe schließen. Danke. Gib mal neue Verträge direkt. Dann haben wir natürlich mit. Ist ja kein Problem für uns. Hier bleibt noch ein bisschen was über, ne? An Torlas. Mich ärgert es, dass wir die Baumwollmission nicht machen können. Aber jetzt einen Baumwollernter kaufen, nur um eine Mission zu machen. Nee, danke. Also, da bin ich ja ganz ehrlich. Die sind auch bald fertig. Das läuft. Er muss noch Feld 69, okay. Ja, du kannst mir eben hier stehen bleiben. Wir müssen ja hier auch mal so ein bisschen aufräumen. Er ist am Vorn, die sind aber auch zu. Er ist direkt hier lang gefahren. Ich weiß nicht warum, aber. Kollege, wenn die Kurve nicht kriegst, dann musst du langsam fahren. Ey, mit dem Ding da vorne, das ist ja auch nichts, ne? Fahren wir den auch noch zum Hof. Ist ja kein Problem für uns, ne? Jedenfalls ist unsere Rübenernte abgeschlossen. Das ist schon mal schickifeini, das war gut. Ich glaube nicht. Ich glaube 800.000 hat das, glaube ich, gegeben. Muss gleich selbst erst gucken. Ich habe noch gar nicht geguckt. Wie gesagt, ich habe jetzt die letzte Spielzeit habe ich jetzt Vermehrungsgras gedroschen, damit das mal so ein bisschen der Vorsicht geht. Der New Holland, ne? Der kann dann auch bald zum Hof. Oder ist er an Feld 20? Wiese 20? Aber das ist ein Spritfresser, ey. Junge. Ey. Der sucht sich was weg, wenn er dreschen muss. Ja, also da ist der Hyundai echt sparsamer. Unsere Luzerne müssen wir auch noch mähen, ne? Hier siehst du. Da müssen wir auch noch mähen.
Junge, Junge, Junge. Ey, das ist cool, ne? Wenn du nicht weißt, wo vorne und hinten ist, da gehe ich richtig drin auf. Da habe ich richtig Spaß dran, wenn alles unterwegs ist. Es ist schon wieder weniger unterwegs, man sieht es direkt, ne? Ist wie es ist, ne? So, dann können wir auch gleich schon wieder tanken, durchreparieren, tanken. Dann passt das. Ich glaube nicht, dass er dieses Jahr nochmal zum Einsatz kommt. Nee, dieser auf jeden Fall nicht. Ey. Wenn, dann bräuchten wir den anderen. Aber den jetzt tauschen? Nee, nur damit du die Zwiebelmission machen kannst. Nee, der, nee, nee. Nee, dann machen wir auch keinen Reiber. 79.000 kostet alle Zwiebeldings da. Im Moment brauchen wir kein Zwiebeldings da. Lass da. Ja, man muss auch mal ein bisschen gucken, wo man bleibt, ne? Das aus Svennys Munde, ey. Dass ich das noch in Leben darf. Junge, Junge! Einiges Blank. Guck mal, da haben wir 99% Umweltbonus auf der großen Fläche, ne? 99. Ja, ich... Das ist nicht immer so einfach, ne? Weil diesen Umweltbonus, den kriegst du, glaube ich, nur, wenn du da Pflanzenschutz drauf betreibst, ja? Und da ich ja oft auch flüge, damit die Steine runterkommen, zumindest am Anfang, ist unser Umweltbonus natürlich sonst nicht so schickifani, weil Flügen ist ja kontraproduktiv, ne? Bei Precision Farming. Weil wegen Bodenleben wird zerstört und so. Und die sagen ja alle immer Wasserhaushalt. Ich bin aber... Ich persönlich... Ich halt... Nicht... Also nur fluglos würde ich nicht einen Boden bearbeiten, da bin ich auch ganz ehrlich. Also er kommt auch immer auf den Standort an, aber ich würde Flug immer behalten. Hat auch Vorteile. Muss man ganz ehrlich sagen, nur bodenlos. Wenn ich das so bei Hannes sehe, was der dann noch an Pflanzenschutzaufwand hat und ja und hier und da. Ich glaube, der wird sich auch manche Pflanzenschutzspritze mit dem Fluch mal ersparen. Ist meine persönliche Meinung, ja. Ich sehe das halt auch manchmal ein bisschen anders. Wir haben ja auch so Sandmoorböden. Da kommst du um Flug nicht drum zu. Klar musst du dann Abstriche machen, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Weil der Boden halt nicht das Wasser speichern kann, hast du natürlich dann, wenn du Pech hast und hast ein trockenes Jahr oder so. Ja, ist so. Aber ich finde, er kann im Winter auch ein bisschen, oder kann auch ein bisschen mehr wieder Wasser speichern, wenn du geflügt hast. Das ist alles immer so eine Sache. Nur flügen würde ich auch nicht. Ich würde auch fluglos bearbeiten, aber ganz davon weggehen, nee, das ist nicht mein Ding. So, du solltest noch eine Fläche machen, ne? Feld 69. Kollege, ich hätte noch eine Fläche für dich. Feld 69. Du kannst wohl eben nochmal drüber heizen. Hast noch genug mit? Ja, das reicht wohl. Damit wir das hier an Stissel kriegen. Feld 69 ist doch hier auf der Insel irgendwo, oder? Ach, da ist eine Pupsäcke. Ratzifatzi ist da durch. Speichern wir eben. Gut speichern. Pflanzenschutz, ne? Okay, Rakete. Es fängt an zu regnen. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr dreschen. Ich kann kotzen. Wie lange regnet das denn jetzt? Mein Drescher steht schon, ne? Also meiner ja eh, aber mein Hyundai auch, oder? Der erntet gerade noch. Wieso erntest du denn gerade noch? Weil das in der Mission ist, oder was? Du, das Schiff geht. Halt man gleich an, doch. Ja, er presst, ne? Ich glaube nicht, dass man beim Pressen oder so hast keine Ernteverluste. Das ist, glaube ich, nur beim Dreschen. Also wir können nicht dreschen, ne? Dann fahr du erst zum Hof. Das ist ja kein Problem für uns. 42.000 Liter Vermehrungsgras haben wir jetzt eingesackt von Feld 27 in Feld 26. Ich finde, das ist eine satte Ernte. Da können wir uns echt nicht beschweren. Das ist, finde ich, ganz cool.
Und wir haben noch Feld 20. Da kommen auch nochmal so 20.000 Liter runter. Also von daher können wir uns nicht beschweren. Ehe ist Feld 16 am Düngen, ne? Macht er da eben noch? Er pflügt. Ich habe hier unsere Tabakecke. Feld 58 habe ich gekalkt. Pflügt das jetzt, sammelt Steine. Und habe mich da entschlossen, weil hier Mais hin soll, säen wir noch Klee. Geht überhaupt noch Klee zu säen? Habe ich. Was ich erzählen? Wir säen hier noch Klee. Wo ist denn Klee? Lutze? Klee gerade. Ja, wir können noch säen. Säen Klee und schneiden den noch einmal, bevor wir da Mais legen. Aus dem ganz einfachen Grund, wir können den Kompost dann noch mal ein bisschen mehr füllen. Wenn was überbleibt, kann das im Fermenter und haben dann Nutzen raus. Deswegen pflügen, Steine sammeln, säen, Kleegras, Doppelcropping. Müssen wir fahren. Wir müssen das auf jeden Fall noch fahren, weil wir wirklich ein bisschen wenig Fläche haben. Müssen wir uns nichts vormachen. Danach, ja, du bist fertig? Warum sagst du denn nichts? Danach. Ja, danach. Ja. Zeige ich euch gleich. Ich war schon wieder ganz woanders. Ist ein Graus mit mir. Ich habe gestern zu lange Scump gespielt, aber Scump war echt mal eine gute Runde. Richtig Spaß gemacht. So ein paar Poppels durch die Gegend schießen. Ja, ein paar war gut. Ich habe, glaube ich, gestern bestimmt auch 1000 Poppels durch die Gegend geschossen. War lustig. Mit dem Granatenwerfer hier, der hier diese Dinger da, wo die vorne die Dings reinmachst und dann. Ich kann euch Bilder zeigen, ne? Sven in Action in Scum. Nee, komm ich vor dich zur Straße, das ist mir zu kriminös. Bist du da jetzt wieder um die Balle da dran gefahren bist und so? Nee, lass mal, Kollege. Ich möchte dich auch nicht überstrapazitieren. Junge, im Moment ist auch Abonnenten sterben, aber Leute, ganz ehrlich, ich bin wie ich bin, ne? Ich kann mich nicht verstellen und irgendwas schön machen oder sonst was, das ist nicht mein Ding. Also da müssen die Leute leider gehen, da bin ich ja ganz ehrlich, habe ich schon mal gesagt, ne? Ich spiele so, dass es mir Spaß macht. Und ich spiele auch das, was mir Spaß macht, ne? Klar, wirst du dadurch immer nur ein kleiner Juck. Kleiner Videomacher bleiben, aber das ist mir shit egal, da bin ich ja ganz ehrlich. Mich da, nur damit ich da mehr ist es Abonnenten und Klicks kriege, denn sowas mache ich nicht. Ja, dass wir das auch mal geklärt haben. Ne? Ich bin halt ich und ich stehe dazu, dass ich ich bin. Sagen wir das mal ganz ehrlich. Ja? Ja, so genug gemosert? Schickere. Manchmal ist das so, ne? Ich ärgert's das jetzt reden. Ich kann mich gar nicht so verformen, wie immer verformen. Der steht immer noch? Ne, jetzt steht er. 0,0. Hab ich mir gedacht. Schiedwetter, kannst ja auch nicht dreschen. Wie lange soll das jetzt ein Scheuerchen geben? Pass mal auf, bestimmt ewig. Weil ich Svenny ja was machen wollte. Lass uns doch mal eben nachgucken. Dum. Oh, ging schnell. Ja, dann will ich doch gar nicht hin, ich muss hier hin. Boah, bis 14, 15 Uhr ist erst wieder schön Wetter. Okay. Kann ich mit leben. Das ist nicht schlimm. Wie viel Zuckerrüben haben wir jetzt gekriegt? Oh, 1 Million und haben zwischenzeitlich was in Schnetzler gefahren. Das ist gut. Das war nicht schlecht. Also da muss man ganz ehrlich sagen, war ein guter Ertrag. Also da kann ich gut mit leben. Oh, wir haben schon wieder 50.000 Liter Milch. Hexelgut müssen wir dann demnächst umfahren. Also ich denke, wir werden übers Jahr kommen. Also ganz ehrlich, also da mache ich mir nicht so einen Stress. Steine haben wir schon en masse. Triticale haben wir noch für die Hühner. Tabak 31.000 Liter sogar hier im Hofsilo. Ich dachte, ich hätte das alle in die Produktion gefahren. Und 40.000 Liter Vermehrungsgras haben wir hier schon. Weil ich hatte den ganzen Tabak. Ich weiß es nicht. Ey, ich bin gerade echt durcheinander mit den Aufnahmen.
Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hier können wir nachher, fahren wir gleich erstmal alles um, ne? Wir werden jetzt zwischenzeitlich Ballen fahren, der Ladewagen kommt zum Einsatz. Aber hier können wir Zeug wieder umfahren. Aber ihr seht, das läuft. Und die macht wieder ordentlich elektrische Ladung. Wir müssten aber auch noch dieses Fass kaufen, demnächst irgendwann mal. Aber jetzt noch nicht am Anfang. Mist ist drin, Gärreste, Düngerproduktion läuft, ne? Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Hier ist auch ordentlich Silage drinnen, ne? Ist auch ganz gut so. Siliermittel müssten wir demnächst mal wieder zukaufen, aber ein nach dem anderen. Das läuft. Honig macht Talas, ne? Hier. Das läuft. Es gibt Bohrgeld. Die Holzfäller laufen eh. Ne? Die machen ordentlich. Die haben noch ordentlich Diesel, das läuft. Er hat auch noch ordentlich Diesel, das läuft. Wir können das Bargeld als Booster da mal reinfahren. Wäre ja eigentlich interessanter, als das irgendwo reinzusetzen. Ich glaube, das machen wir auch demnächst mal. Komposter läuft volle Pulle, ne? Da wird es auch Zeit, dass da wieder Gras reinkommt. Ich denke, wir werden den diesmal mit Gras, ja, mindestens 300.000 Liter Gras reinfahren. Hier ist auch, ja, läuft, ne? Das Mehl haben wir auch immer noch nicht verkauft. Die Wolle ist noch nicht verkauft. Hier ist auch schon wieder 22.000 Liter Mehl drin. Wir haben 70.000 Liter Mehl auf dem Wagen. Das sind 100.000. Junge, 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 ey. Also ist nicht so, dass hier nichts läuft. Ihr seht, Herbizid, da sind 117.000 Liter Tabak drin. Der ist auch jetzt schon ordentlich am Rödeln. Das war ja Sinn und Zweck des Planes, dass wir im nächsten Jahr echt gut Pflanzenschutz überhaben. Also Herbizid. Weil wir ja auch das für die Gewächshäuser brauchen. Wir brauchen nicht das ganze Herbizid. Mit der neuen Spritze, da geht so gut wie nicht viel drauf. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber so können wir irgendwann mal unsere Gewächshäuser boostern. Und das ist Sinn und Zweck des Zieles. Deswegen den einmal richtig voll knallen. Hier ordentlich voll mähen. Dann haben wir erstmal Ruhe. Ja, Dieselproduktion. Das wird ein elendiges Thema. Also dafür haben wir echt zu wenig Fläche, um die komplett laufen zu lassen. Wir können hier den auch schon mal ausschalten. Es reicht, wenn er jetzt noch einfach läuft. Also wir brauchen im Moment auch keinen Diesel, also von daher ist das für mich okay. Zuckerrübenschnitzer läuft auf einer Stufe, da sind nur 143.000 Liter drin, läuft auch. Saatgutproduktion, ja, die werden wir dann ausstellen, wenn die Tritikale durch ist. Wir haben noch so viel Saatgut, das reicht erstmal. Hier hatten wir ja USB-Platten mit angestellt, aber im Moment sehe ich nicht, dass das hier oben weniger wird. Also von daher müsste das laufen. Können wir die Schiene erstmal mitlaufen lassen. Alle vier Schienen ist gar nichts. Aber ich habe auch wirklich gesagt, mir einen anderen Move noch überlegt. Ich weiß nur noch nicht, wie, was, wo. Guck mal, der kriegt ja da noch mehr zu. Ne, der zieht gerade ab. Ja, und Werkstatt produziert, ne? Also da brauchen wir uns gar keine Sorgen drum machen. Die macht ordentlich Wartung. Also das läuft. Missionsbusiness, seht ihr noch? Haben wir noch ordentlich was zu tun? Also, da ist auch noch eine Erntemission, ne? Da ist er hingefahren. Das werden wir wahrscheinlich noch machen, aber nach und nach. Wir wollen jetzt erstmal sehen, dass die Flächen fertig sind. Ist ja auch Freitag, ich muss heute wieder einkaufen, also ist auch nachher irgendwann der Rechner aus. Und wenn du dann eine Mission dann noch laufen hast, ist doof. Das werden wir auf jeden Fall alles noch schön schicki-feini abarbeiten. Da kommen noch ein paar grober Missionen hinterher. Hier läuft, ne? Das regnet aber nicht voll hier. Kuhstall auch, guck mal. Wir haben auch schon wieder 50.000 Liter Milch, ist in Ordnung. Er füttert, läuft. Was willst du denn mehr? Also mal ganz ehrlich. Ich habe die Kälber jetzt noch gar nicht umgefahren und die Bullen, das müssen wir auch noch machen. Die sind auch fröhlich, glücklich und zufrieden. Happy, happy. Ne? Hier ist auch ordentlich, da können wir demnächst auch ein bisschen Gras wieder reinfahren. Die sind ja auch gut zufrieden, ne? Die machen ordentlich Eiermaul. Denen geht's auch gut. Da muss auch demnächst wieder Heu rein. Deswegen, Junge, Junge, Junge. Die fressen uns die Haare vom Kopf. Ja, und hier, ne, sind auch schon jetzt 149 demnächst drin. Die machen schön Milch. Also, ganz ehrlich, ich bin zufrieden, wie es läuft. 200 Spielstunden, ne? Ist ja nichts für die Marsch, ne? Dann bist du ja gerade angefangen mit 200 Spielstunden. Sagen wir, ja, Kreide sind 9,45 Millionen, ne? Ich hatte ja immer zwischendurch schon wieder was zurückgezahlt, dann wieder Kohle gescheffelt. Wie viel Lohndienstleistungsumsatz haben wir diesen? Verkaufte Produkte 161.000. Einnahmen Ernte 95 und Lohndienstleistung 569. Das war bis jetzt der beste Monat, ne?
Ich hoffe, dass der Oktober genauso gut wird. Also, das läuft auch alles. Also, dass wir jetzt hier sagen können, wir haben nichts zu tun oder sind pleite oder so, das ist nicht. Also, da brauchen wir uns keine Sorgen drum machen. Wir haben noch ein paar Missionen. Das läuft. Das ist wohl so. Moin, Kollege Pume! Gib da ab! Achso, habe ich nicht gemacht, oder was? Moin, viele. So, den können wir hier mal leer machen. In der Zeit gucken wir noch nach. Ich bin nämlich die ganze Zeit am Überlegen. So, irgendwie jetzt noch hier so großartige Investitionen. Ja, sparen für Zellstofffabrik ist ja alles schön und gut. Aber ich habe mir überlegt, wisst ihr was, wenn wir jetzt für den Winter einen Wald kaufen. Können den abholzen im Winter. Machen da ein bisschen Reibach mit. Fahren das alles ins Sägewerk. Und haben im Winter noch ein bisschen was zu tun. Stellen das Sägewerk auf volle Pulle. Und erzielen damit Einnahmen. Wäre jetzt so meine Denkensweise, wisst ihr. Entweder kaufen wir uns diesen Wald, hier könnten wir Fläche machen. Hier würde ich ein Feld draus machen, bin ich ganz ehrlich. Kostet 356.000. Hier hinten ist natürlich auch, können wir abholzen, können wir unsere Fläche auch noch vergrößern. Ne? Also, ich bin echt am Überlegen, diesen Move zu gehen. Oder wir gehen direkt hier oben hin, kaufen uns diese Ecke. Aber die ist natürlich richtig teuer, ne? 731.000. Holzen das hier schon ab mit für Produktion, dies und das, ne? Also ich bin echt am Überlegen, jetzt zum Winter noch ein Stückchen Wald zu kaufen. Dies hier könnten wir auch mal kaufen. Hier, da können wir irgendwann nochmal was hinsetzen. Aber ich wäre echt, dieses Stück möchte ich gerne haben, weil wegen, hier können wir noch eine Fläche hinmachen. Wir könnten hier ein Dauergrünland hinmachen oder so. Weil hier geht die Straße durch, kannst nichts machen. Aber kannst ein Grünland mit denen machen. Und dieses wäre für Zukunft geplant, ne? Aber es wäre so für Produktion und so. Und Gewächshäuser oder so, könnte man auch diese Fläche nehmen für Gewächshäuser. Setzt hier Gewächshäuser irgendwann hin, würde auch gehen. Obwohl Gewächshäuser werden wir, glaube ich, hier hinpflanzen. Die Wiese, die hat so wenig Ertrag, das ist unterste Sohle. Wir könnten natürlich auch anfangen. Aber dann haben wir im Winter nichts. Nee. Ja, okay. Ich will ja auch gerade nichts kaufen. Kaufen diese Fläche, ne? Brauchen wir auch demnächst. 244. Was kostet das Stück Wald da drum? 1,8 Millionen. Junge, Junge, Junge. Nee, dann bin ich da erstmal wieder von ab. Obwohl, ja, das wäre eigentlich schon... Im Endeffekt attraktiv sind für uns jetzt diese beiden Stücke. Ja, die sind attraktiv. Da könnten wir im Winter rumholzen und könnten das Sägewerk voll machen. Ordentlich Hackschnitzel. Tun dies hier, wie heißt es, als Fläche bearbeiten. Dies auch. Hier könnten wir Grünland machen. Das wäre so meine Denkensweise. Also, ja, vor allen Dingen, wir hätten das Sägewerk mal ein bisschen voller. Na klar, ist der Nachteil, wir haben kein Holzvollernter. Man müsste das entweder mit der Kettensäge machen oder, ja, ich weiß nicht, ob der Auto doch, wenn die Äste wechseln, lädt er die auf. Könnte man das machen, ne? Stuppenfräse haben wir. Junge, Junge, wenn ich jetzt sage, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ihr guckt die Folge morgen Abend. Bis dahin muss ich aber auch schon wieder ein paar Folgen gemacht werden. Es ist schwierig, diese Entscheidung, aber ich glaube, das ist gar nicht so ein cooler Weg. Dadurch würden wir Fläche regenerieren. Wir hätten Holz fürs Sägewerk, dass das mal ordentlich prollern könnte. Könnte dann ein bisschen was mit volljuckeln. Und wir kommen auf jeden Fall über den Winter. Alleine was die BGA sich durch, oder was die BGA für uns dann noch einspielt. Das Milchgeld. Im Winter kommen wir auf jeden Fall. Und im neuen Jahr halt. Kennt ihr die Ziele? Zellstoffproduktion und das Gelände der Zuckerrübenfabrik und dies und das. Ne? Also, da müsste man gucken. Er steht hier immer noch rum. Er ist fertig, ne? Wir fahren doch mal zum Hof.
Das ist so meine Denkensweise. Ich bin ganz ehrlich, ich mache vielleicht nicht jedem schmecken oder so, aber ich glaube, vom finanziellen Aspekt und so vom arbeitstechnischen her, wir haben diesen Winter noch nicht so viel zu tun. Wir konnten holzen. Ja. Wir würden zwei Flächen regenerieren. Das ist schon nicht schlecht, ne? Ich glaube, das klingt noch ein Plan. Klar, mit Holzvollernte und so, ja. Svenny, hast du ja gut überlegt. Ja, habe ich mir eigentlich schon fast gut überlegt. Eigentlich wollte ich nur ein Waldstück kaufen. Junge, Junge, Junge. Er steht da auch noch dumm rum, ne? Kostet alle Kohle hier. Ach, lass laufen jetzt. Ich glaube, das werden wir in Angriff nehmen. Wir haben noch 400.000 so für Notfälle. Ich reiße jetzt die Ballenmission ab. Dass wir die fertig kriegen. Dass wir uns da keinen Stress mehr machen müssen. Ich glaube... Oh, ist fertig. Dann fahren wir eben zum Hoftor. Kannst gleich Steine sammeln. Hier müssen wir noch säen, ne? Das ist ja ganz wichtig. So ist der Plan. Er ist hier fleißig. Ja, da kann ich im Moment nichts machen. Die sind beide fertig. Ja, dann Kasala, mein Kumpel. Nicht, dass du hier dumm rumstehst. Abflug. Taler ist machen und dann kaufen wir die beiden Waldstücke. Ja, würde ich mal als Jahresziel. Ich finde das gar nicht so einen dummen Gedankengang. Klar ist das viel Arbeit und klar kam hier kein Vollernte und wir müssen uns noch so ein Waldmoped ran organisieren, wo wir das Holz mit aufladen können. Aber ansonsten finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Wir schlagen da ja ein, zwei Mucken miteinander. Das ist zumindest meine Denkensweise. Uwe ist der Profi hier auf dem Marsch. Aber das Holz brauchen wir eh. Wir können uns dann erstmal... Oh. Ja, immer in der Aufnahme. Wir könnten uns so den Weg des Holzfällers sparen, ne? Erstmal. Und hinten Arbeit im Winter. Dann wird der Winter nicht so langweilig. Junge, Junge, Junge. Ich kann das machen. Ich werde das jetzt zusehen, dass ich die Kohle irgendwie ran organisieren kriege, dass wir den Holztrailer kriegen. Wenn ich mieten wir mal ein Holz voll ernte und dann werde ich sehen, dass wir die beiden Waldstücke kriegen, dass wir die im Winter bearbeiten können. Fahren das Sägewerk komplett voll. Und machen da irgendwie noch einen Reibach mit in meinen Augen. Süßer Plan. Guck mal, jetzt habe ich auch schon mehr für dich. Nee, du musst jetzt doch mal eben weitermachen. Du musst erst hier sammeln. Aber liebe Leute, ich sag dann jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, Pornall, und ihr wollt nichts mehr verpassen, Abo ist kostenlos, würde ich mich echt drüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.